Bruder, als Ausländer ist es immer so komisch, über eine Grenze zu fahren. Auch wenn kein Mensch da steht, das ist ein komisches Gefühl einfach. Filmst du? Filmst du? Herzlich willkommen in Bratislava. Zeig einmal dein Gesicht, damit die Leute wissen, mit wem wir unterwegs sind. Peace. Bratislava, ich habe schon mal diese Anfrage auf Instagram gestellt, so hey, was geht in Bratislava? Voll viele Leute haben mir geschrieben, was ich nicht verstanden habe. Hey, ist voll langweilig dort. Das Schönste an Bratislava ist der Weg nach Wien. Check den Hate nicht. Wir sind auf jeden Fall hier. Ich habe ein Hotel gebucht. Sache ist, ich habe nur Sandeck Boat Hotel gelesen und wusste nicht, da stand mit Minus dahinter noch Partyboat. Wir sind gestern aus Korea 12 Stunden hierher geflogen und ich habe mir gedacht, nee, ich werde nicht in Wien bleiben. Bratislava, wir sind da. Partyhotel, ja. Also was ich aber auf jeden Fall sagen muss, das hier sieht schon sehr, sehr süß aus, oder? Sagen wir? Es ist ein schöner Fleck Erde. Schau, diese Piratenschiffe da hinten und sowas. Was sagst du? Ja, ist schon schön. Das hier sieht aus wie ein Gefängniseingang, Ausgang. Aber ansonsten da, kleines Speedboat. Die Brücke hier, die Donau. Junge, 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 Junge. Alle, hier ist ein Restaurant. Gehen wir mal da hoch. Bruder, was ist das? Bruder, was ist das? Warte, warte, warte. Hey, 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 warte. Das fängt ja schon mal gut an jetzt hier. Junge, ich weiß nicht mal welches Zimmer. Hier gibt's doch keine Dings, oder? Diskothek oder was? Okay, wir machen kurz Pause. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Mein RTL! Wir haben gerade die Gäste gefragt. Da gibt's auf jeden Fall eine Rezeption. I'm not working here, but maybe I asked them if I get a job here. Sieht aber geil aus, Alter. Ich weiß, dass Bratislava eine Stadt des Bieres ist. Wie die Stadt, aus der ich komme. Bestes Bier der Welt. Für mich, Augustiner. Edelstoff auch geil, also die beiden sind geil. Acai aus Japan. Wie bitte? Du willst ja nicht Augustiner als ein großes Bier verkaufen. Als ein gutes. Ein gutes, nicht ein großes. Ich hatte kurz Angst, dass wir kein Hotelzimmer haben. Ich weiß immer noch nicht, was ich da verarschen soll. Bratislava, wir sind da, Leute. Ob ich dieses Hotel empfehle oder so, das sage ich euch danach. Ja, wir schauen jetzt erstmal, wie das Zimmer ist. Kann jetzt kompletter Reinfall werden, kann aber auch gut werden. This is your room and you're okay. Thank you. Bruh. Hier war ein Sofa. So the reception is also the bar, right? Yeah. Perfect, thank you. Bruder, ich habe eine Frage. Wo schlafen wir? Okay, das Zimmer ist jetzt nicht besonders groß. Vorsicht da, gell? Okay. Hey. Okay. Uah. Ey, das ist schon geil eigentlich. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ein bisschen sexuell attraktiv. Es reicht, wir können hier schlafen. Aber das sind jetzt nicht unsere Kopfkissen, oder? Badezimmer ist jetzt nicht das Größte. Wir sind 8 Stunden hier. Also schlafen werden wir nicht viel. Wie kommst du jetzt hier rüber? Du musst da unten durchkommen. Okay. Los geht's, Burger essen, ne? Blick, schaut mal da oben. Ich weiß nicht genau, was das für ein Schloss ist. Falls jemand weiß, helft mir in den Kommentaren. Hier die Old Bridge. Wetter ist 10 von 10, Leute. Wir werden Spaß haben. Wir müssen aber los. Dieses Sponge-Ding hier ist dafür da, falls der Schlüssel ins Wasser fällt, dass er schwimmt. Das denke ich auch. Thanks, Bro. All good? Yeah, perfect. But it's the smallest hotel room I've ever seen in my life. Yes. It's really small, right? Yeah. And tonight is party here? I guess. You're going to party? So, girls here? You know? This was like yesterday. Okay. We see us later at the club, bro. Hier ist ein Club einfach drin, bro. Ich bleib sowieso, Gabi, ich bin im Hotelzimmer. Okay. Das ist so krank, gell? Vielleicht war das doch gar nicht so unabsichtlich mit Partyboat. Vielleicht. Wenn es 3 Videos kommen, dann wisst ihr, wir waren feiern auf jeden Fall. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a weapon my hip I dance. Bratislava hat auch 2 große Einkaufszentren. Ich bin auch am überlegen, ob ich euch morgen mitnehme hier in die Stadt. In entweder dieses Einkaufszentrum oder in ein anderes. Schaut euch mal, wie schön das hier ist. God damn. Die ein oder anderen Sachen zeige, vor allem für Leute wie ihr da draußen oder ich, die so bei den ganz normalen Brands einkaufen, H&M, Zara, Pico und Kloppenburg, sowas, kann sich da ein bisschen Geld sparen.
Auf Google findet man wirklich eine Vielzahl von Burger. Diesen Burger findet man nicht so einfach. Und ich glaube, der könnte gut sein. Es gibt, so viel ich weiß, zwei verschiedene Burger hier. Einen Dirty Smash und einen ganz normalen Cheese. Problem ist, es steht alles auf Slowakisch und ich kann kein Slowakisch. Aber wir schauen jetzt rein. Wenn das ein Geheimtipp ist, die Adresse und sowas ist natürlich dann unten in der Infobox. Alle Leute, die sich hier auskennen natürlich, schickt mir andere Burger. Wir werden sicher mal wieder hier sein. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds 2 inches of slice in both ears. Dice rolling. Sieht aber süß aus, oder? Local Original Smash Burger. 70 Gramm, 2x70 Gramm Patty. Half Mäse, weiß ich nicht. Brioche-Kova Semla. Oh mein Gott, weißt du, was das heißt? Brioche-Semla. Dann haben wir 2x Cheddar Cheese, Salat, Paradoika. Das wären Tomaten sein. Paradoika. Stark. Local Dirty Smash Burger. We take a local original smash and the local dirty smash without bacon. Here or take away? Here. Ey, ich hab das nicht erzählt, gell? Weißt du, was mir passiert ist? Thank you. Do you have a receipt? Ich hab einfach meinen Geldbeutel im Airbnb in Korea liegen lassen. Und doch, und Nico ist nach uns gefahren und hat den jetzt mitgenommen. Ich hol den in München ab. Hier holt man sich Burger, sieht ganz cool aus. Und Drinks holt man sich dann hier. I'm searching for some Slovakian beer. Yeah, we have very good beer. Two are Slovakian and this one is from Czech Republic. This is like a lager. This one is IPA and this is half IPA, something between lager and IPA. Okay. So I take one lager. First Slovakian beer, ladies and gentlemen. Ich hoffe, es ist lecker. Ich kann leider in die Küche nicht so reinfilmen, aber ist auch komplett egal. Ich finde, man muss ein bisschen das Geheimnis der Küche lassen. 5 Minuten. Wir haben gerade die Drinks geholt. Dirty without bacon. Thank you, bro. Enjoy. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Sagt ihr so, wie es ist? Oder besser gesagt, euch da draußen? Ich glaube, Randy hat eine gute Wahl getroffen mit diesem Burgerladen. Rein vom Äußerlichen. Ich finde, die Pommes sehen am besten aus. Also, was ich sagen muss, ist, die Kruste auf dem Fleisch ist jetzt nicht die beste so vom Look. Der Käse ist geschmolzen, die Soße da drin, weiß ich nicht, wie gut die ist, aber das müssen wir testen. Das Bun fühlt sich weich an. Pommes sehen einzigartig geil aus. Dirty Smash. Warum dirty? Weil deine Hände dirty werden. Ich will da jetzt nochmal unten reinschauen, was da ist. Boah, da ist irgendeine spezielle. Boah, das Fleisch zerfällt aber schon heftig. Auf jeden Fall haben wir unten Cucumber Relish. Wir haben leider Grilled oder Caramelized Onions. Bin ich nicht immer der größte Fan, aber ich bin auch erwachsen geworden. Das Bun unten ist ein bisschen fest. Er ist sehr süß, aber Käse schöppert rein. Cucumber Relish schmeckt mir gut raus. Das Fleisch ist nicht das beste Fleisch, was ich hier gegessen habe, aber es ist trotzdem gut. Der Käse geil drin, geschmolzen, die Soße. Die Soße, glaube ich, wenn die weg wäre, wäre noch ein bisschen geiler. Aber die ist auch okay, die schmeckt jetzt nicht so typisch. Weißt du, so nennt man die nochmal so Cocktailsoßenmäßig. Jetzt kommt auf jeden Fall der erste Schluck slowakisches Bier. Herb, bitteres Bier, erwachsenes Bier. So würde ich es beschreiben. Ist so ein erfrischender Schluck. Kennst du diese erfrischen? Kennst du nicht, Bruder, du trinkst keinen Alkohol, ich weiß. Es schmeckt irgendwie ein bisschen deutsch, das Bier. Wenn man den Geschmack als deutsches Bier beschreiben könnte, schmeckt es für mich ein bisschen wie deutsches Bier. Diese Cucumber Relish, ein bisschen nervig. Ja. Ich sag aber so, wie es ist, die Pommes sind absoluter Bluff. Pommes sind Katastrophe. Die sind auch kalt. Schmeckt die finde ich gar nicht geil. Grün und Kartoffeln mir im Ofen gibt's. Bratislava, wir sind da. Erstmal cheers, Bro. Cheers. Auf Bratislava, Ladies and Gentlemen, wir sind da. Ich trinke nur Bier heute. Ach so. Bratislava ist Stadt der Biere. Ach so, du magst keine Tomaten, gell? Damn. Ja, warte, nimm raus. Verschwendet wird nichts. Deutlich besser als der andere. Brotig auch. Der ist der bessere Burger, aber der hier, dieser Burger, ist ja voll mit Soßen. Die Soßen überdecken ein bisschen, dass das Fleisch nicht so viel Flavor hat und sowas, okay? Der wäre 10-mal besser, wenn das Brot, Martin Potato Bun oder irgendwas Dünnes. Eine 7,1. Eine 7,1 würde ich dem geben. Ich bin auch bei 7. 7? 6, 9, 7. Ja. Und trink mal 5 Bier. Weißt du, wie der Burger dann schmeckt? Wie in and out in Amerika. Das Bier kriegt von mir eine 8,3. Bye, Bro. Thanks. Burger war zu 100% besser wie die meisten Sachen, die dir vorgeschlagen werden auf Google.
Bier war gut, aber war jetzt trotzdem noch nicht überragend. Aber hat meine Erwartungen übertroffen. Bratislava! Also ich war ja schon sehr, sehr oft in Rumänien und so Ungarn, Budapest, blablabla. Diese Gebäude erinnern mich sehr hart daran, muss ich sagen. Ich feiere das irgendwie. Zwischenfrage für euch. Ich habe mir überlegt, so in den größeren Hauptstädten, keine Ahnung, wie Berlin, wie Wien oder nicht nur in größeren Hauptstädten, sondern überhaupt in größeren Städten, so wie eine Foodtour zu machen, nur dass wir keine Foodtouren drehen, sondern Bartouren. An einem Abend zum Beispiel, man geht in drei verschiedene Bars. Was ist die Mehrzahl von Bars? Von Bar? Baren? Ja. Gut. Deutsch lernen, Bubble. Auf jeden Fall, wir schauen in drei verschiedene Bars. Das hört sich einfach falsch an, verdammt. Hey Siri, was ist die Mehrzahl von Bar? Okay, das habe ich online zu. Was ist die Mehrzahl von Bar gefunden? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Arnold holt sich auf jeden Fall da eine Pizza. Die sieht nicht schlecht aus. Ja, das sieht gut aus, oder? Boah, das sieht heftig aus. Ja, ist halt so Pizza Hut Quality Style, oder? Erfüllt den Zweck. Takeaway ist. Bruder, meine Laktose-Intolerant, so geht schon nach mir rufen. Mit einer Sekata vom Achi. Ey, das Hotelzimmer ist zu klein, dass da jemand auf die Toilette kann. Ich kann für nichts rein. Richtig Gorgonzola. Boah, das Stück schmeckt besser, als man denkt. Weißt du, was das für ein Pizzastück ist? Kater-Pizzastück. Ist intensiv, aber der Boden ist lecker. Bei diesem Gebäude handelt es sich um das slowakische Nationaltheater. Ich finde, das wirkt wie ein Mini-Budapest. Ich weiß, ich habe schon 40 Versionen gesagt, wie diese Stadt auf mich wirkt. Aber ich sage einfach immer nur frei raus, was ich denke. Der Mann kommt einfach aus dem Gulli raus. Kollege, komm schon raus aus dem Gulli, jetzt rechts. Es gibt mehrere solche Bronzefiguren, sind, wenn es Bronze ist. Da ist der nächste Kollege. Herzlich willkommen auf der Panska-Straße. Da findet man die eine oder andere Bar. Das sieht mir ein bisschen aus nach der Barstraße. Damn! Marathon oder was? Gas nochmal, die gibt Gas, sie will überholen. Und sie hat die. Da haben wir noch so einen Bronze-Kollegen. Nur für jeden, der mir auf Instagram geschrieben hat, dass Bratislava nicht so interessant ist. Es ist Dienstag, Leute. Schaut mal, wie viele Menschen hier draußen sitzen und essen. Also ich liebe ja genau diese Geräuschkulisse, liebe ich. Vajkap Ernelö. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Diese Bierbrauerei, wenn mich nicht alles täuscht, die brauen hier auch ihr eigenes Bier. Hier gibt es voll viele verschiedene Variationen an Bier. Und wenn man hier ist, gibt es so ein paar Sachen, die man probieren muss. Und darunter ist Bier. Somit, wir machen das wirklich nur aus, wie nennt man das? Informativen Interessen. Ein paar Bier jetzt hier probieren. Schauen jetzt einfach rein. Ich weiß nicht genau, was uns da drin erwartet. Die brauen da drin. Du kannst viele verschiedene Sachen probieren. Küss mich. Es gibt auf jeden Fall, ja, 1, 2, 3, 4, 5. Cider haben wir auch getrunken in Hongkong. Da gibt es ein Bier, das heißt Helmut. Gibt es ein Bier, das heißt Ursula. Pamela. So sieht es hier dann aus. Es wäre geil, wenn man sich irgendwie selber so Bier zapft. Kannst du kickern? Ja. Gut? Wir spielen. Hä? Wir spielen. Wir holen jetzt jeder ein Bier und dann spielen ja, wir. Ja, okay. Hi, guys. So, I found out about this on a blog. Yeah. So, I want to know what the concept is here. You have a lot of different beers. You brew your own beer. How does it work? We are making our beer, so... Why is there so many German names? Pamela is... but Ursula. Hermann? Ursula? Hermann is like a wheat beer, so... Typical is wheat beer for the Germany, so... And the Ursula is like the... We have also Ursula in the Slovakia name, so... Ah, okay. There is like the monastery for Ursulas. So I want to try first the Helmut, I think. Is it a good choice? The Hermann is like the same. Not the same, but it's like an optional beer for the wheat beer. But you don't have Helmut? We have Hermann, it's like the very... Okay, I take Hermann. Weißt du schon, was du willst? Drink halt kein Bier, aber... Ah, okay. Any type of beer for like amateur beer drinkers? Amateur beer drinkers? So I yeah. don't... Classic lager is like the most... Classic lager? Most common beer we have. Okay. Small one. 540, please. Okay. 540, okay. 7. Thanks. Preise sind unschlagbar, das ist ja komplett krank. Also in Wien hätte ich jetzt locker 12 Euro bezahlt. Locker. How tall are you, bro? Feet or centimeters? Centimeters. 209. 2,9 Meter. Damn. I look like a midget. Wir haben einmal Hermann. Das hier ist jetzt ein Wheat Beer. Das ist ein Weizenbier. Sieht man auch, also ich denke mal,
den Unterschied der Colors. Das hier ist, ja, meins ist nicht so durchsichtig wie deins. Das hier ist ein klassisches Lager und das hier ist Weizen. Das ist ein weiziges Bier, viel Kraft, viel Power drin. Und richtig gut. Ich sag dir jetzt so, wie es ist. Zerfetzt dich jetzt hier. One on one. Was sagst du zu dem Bier? Schmeckt nicht. Schmeckt gar nicht? Also ich hab Bier probiert, ich hab's jetzt auch probiert. Ich bin kein Biertrinker. Wir haben jetzt 23 Bälle. Du bist weiß, ich bin schwarz. Was ist das? FC Barcelona gegen Bayern? Let's go! 1-0. The man them too inconsiderate. 5-star hotel smoking cigarette, mixing Cody and up with the Finnegan. Ja! Ich bin ehrlich, ich habe Kickerspielen vermisst. Teil 2 folgt morgen. Oder vielleicht fangen wir später an im Hotel, wenn wir auf der Party sind. Gute Nacht. Zu leid. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Wir haben gestern ein paar Jungs kennengelernt. Coole Truppe, sagen wir es mal so. Und die haben gesagt, hey Randy, den Burger, den du gegessen hast, der war's nicht. Wenn die Jungs wach sind um 12, 13 Uhr spätestens, werden wir den mit denen zusammen essen gehen.